Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Valorche Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24. Und Game 1 der Western Conference Finals war ein herausragendes Spiel. Was war das bitte für ein Game? Also wirklich, was war das für ein krankes Game? Double Overtime mit einem Punkt Unterschied, das Ganze hier entschieden. Ein Spiel der Spiele, wirklich für die Historie der NBA, der Western Conference hier. Brutal, einfach nur brutal. Und wir gehen heute natürlich mal rein in die Simo. Gucken mal, wie sich die Mannschaften jetzt in der Simo machen werden und ob wir hier eine geile Crunch-Time kriegen. Es ist das zweite Spiel daheim und das erste Viertel geht erstmal an die Mavs. Das ist nicht optimal. Zweites konnten wir knapp gewinnen. Und wir gehen mit 6 Punkten Abstand ins letzte Viertel gegen die Dallas Mavericks. Wir schauen mal, ob irgendjemand hier Foul Trouble hat. Bei uns nicht, bei dem Nas Reed muss aufpassen mit 4 Fouls. Aber gut, gehen wir hier rein. 6 Punkte liegen wir hinten, muss erstmal noch nichts bedeuten. 6 Punkte sind absolut aufzuholen. Wir gucken nur einmal wegen dem Playbook. Benutzer One, sehr schön, und damit gehen wir rein hier. Die letzten 12 Minuten dieser Partie hier werden gezockt. Können wir auf 2-0 erhöhen oder kommen die Mavs zurück? Harris, nein, da sollte er nicht hin, der sollte eigentlich zu Adams. Auf jeden Fall starten wir überhaupt nicht gut. Jalen Green macht ihn aber nicht rein. Die Defense stimmt immerhin. Boston Junior. Harrison. Gary Baxter Noelika. Mario Wilson mit dem Screen. Ach, er hat es leider nicht angenommen, dass er da mitkam. Jetzt hier Baxter Noelika gegen Lockhart. Lockhart kann ihn da echt stoppen. Gary Baxter Noelika hier im Post nicht erfolgreich. Lockhart kommt da in die Zone, macht ihn nicht rein, weil Harrison nochmal gut stirbt. Also beide Teams hier gerade defensiv sehr stark, offensiv mit Problem. Boston Junior. Harrison. Versuchen wir mal eine 5-Out-Isolation. Jetzt hier Baxter Noelika macht das gut. Dadurch, dass wir alle eben draußen stehen hatten, war die Zone ein bisschen frei. Er kann dann mit seinem Körper sich hier durchpowern. 14 Punkte für Gary Baxter Noelika. Lockhart. Lockhart. War das echt ein Foul? I don't know. Ref sagt ja. Dementsprechend müssen wir das natürlich akzeptieren. Klar, man könnte auch die Coaching Challenge nehmen, aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre mir das etwas zu früh. Macht beide rein, damit wieder die 6 Punkte Vorsprung hergestellt für die Mavs. Harrison. Wilson. Boah, wurde gegen Jalen Green gestellt, was ich sehr interessant, aber nicht sehr schlau finde. Boston Junior dadurch frei an der Dreilinie, macht ihn rein. Schöner ist es von Wilson. Und die 3 Punkte durch Boston Junior. Lockhart. Lockhart hier. Was hat er vor? Hält lange den Ball. Boah, der Spin war nicht schlecht. Jalen Green, er soll es natürlich übernehmen. Wer, wenn nicht er? Nerling, der war drinne. Joshua Nerling hier mit einem maximal high contested Wurf einfach mal reingemacht und jetzt auch noch der Steal von Green. Das läuft hier gerade überhaupt nicht. Der war auch contested, der geht wenigstens nicht rein. Und jetzt hier Boston Junior. Harrison. Der Screen, Wilsons Dreier ist aber nicht drin, ne? Auch wenn er da frei zum Wurf kam, den kann er nicht verwandeln. Oh, Lockhart mit dem Spin. Der Ball rausgepasst und der ist ebenfalls drin. Ne? Adams kommt da nicht mehr ran zum Helfen. Ja, die Mavs-Bank feiert mit. Jetzt haben wir hier Harrison. Schöner Screen. Und jetzt kann hier Boston sich durchsetzen. Nein, kann er nicht ganz. Green kann ihn da faulen. Das erste Foul von Jalen Green. Boston Junior von der Freiwurflinie jetzt hier die Chance für die nächsten Punkte. Macht den ersten auch schön. Macht doch den zweiten. Sehr nice. Wieder die 6 Punkte. Und Drew Joseph hat den Ball. Nerling.
Merlin gegen Adams. Green. Den macht er nicht rein. Adams kriegt den Rebound. Der Ball jetzt hier auf Gary Baxter Nwelika. Und oh, Wissen kann ihn leider nicht machen. Der war schwierig. Das war ein sehr, sehr schwierig zu verwandelndes Ding. Boah, der ist nicht drinne. Die Möglichkeit, aber da ist Adams mit dem Block. Jetzt haben sie die Dreiermöglichkeit und die nutzen sie dann. Die Mavs bleiben einfach hartnäckig und nutzen dann eben den Dreier. Wenn es in der Zone nicht klappt, dann halt von der Dreierlinie. Machen hier damit einen 9-Punkte-Vorsprung oder haben sich damit einen 9-Punkte-Vorsprung erarbeitet. Shelton auf Wilson, der macht ihn stark. Shelton heute mehr als Playmaker unterwegs, nicht wie in der letzten Partie, vor allen Dingen als Scorer. Heute ohne Punkte. Ich meine, es ist ja schön und gut mit seinen Playmaking-Fähigkeiten, aber Punkte darf er trotzdem mal machen. Das spricht jetzt nicht so viel gegen, dass er auch mal hier scored. Lockhart, ja, mehrere Fakes und am Ende ist der Ball bei uns. Und jetzt haben wir mal Shelton, willst du jetzt vielleicht mal einen machen? Macht jetzt endlich mal die Punkte, sehr schön. 4 Punkte Abstand nur noch. Wichtiger Stop gewesen, um hier wieder richtig nah dran zu sein. Draußen warten Mensah und Murphy, um reinzukommen. Lockhart, na, Shelton versucht da zu sein. Der Ball ist jetzt hier bei der Konkurrenz wieder. Green, der freie Dreier. Dass der auch mal einen Dreier verfehlt, schwierig. Wilson. Mario Wilson. Mario Wilson macht ihn nicht rein, holt sich auch leider den Rebound nicht. Drew Joseph. Boah. Green. Der ist contested. Nein, der ist drinne. Der ist drinne. Jalen Green. Shelton. Shelton, der Ball geht auf Boston Junior. Und der macht ihn rein. Starker ist es vom Shelton, der da die gute Übersicht hat. Und Boston Junior eiskalt beim Dreier. Green, darf man nicht so gehen lassen. Zu einfach. Zu einfach das Ganze. Singleton hier mit seinen Punkten. Die Mavs kriegen es gut hin, diesen Vorsprung, den sie haben, zu konservieren. Baxter Nwelika gegen Joseph ist ein Mismatch. Also da sollte sich ein Baxter Nwelika schon durchsetzen. Macht er aber nicht und dann das Over the Back. Macht er nicht und dann das Over the Back Foul. Und jetzt für die Mavs die Chance mit einem Dreier sogar auf 11 Punkte oder mit einem 2 auf 10 Punkten Vorsprung hier das Ganze ranwachsen zu lassen. Und das wäre dann schon ein eklatanter Vorsprung. Wow, was ein Abspiel. Wahnsinn. 10 Punkte vorne. Shelton. Ah, das ist nicht schlecht. Shelton gibt den nochmal ab. Und Adams kann ihn aber nicht machen, weil Leroux eben da war und holt sich jetzt auch hier den Rebound. Im letzten Spiel hat er den Rebound-Record von sich selber eingestellt. Boah. Locker trifft diesen super contesteten Wurf. Also sie sind aber auch wirklich da heute. Sie sind aber auch wirklich heute da, muss man sagen. Shelton. Shelton. Ah, der Ball ist schwierig. Nein, der ist bei den Mavs. Der ist bei den Mavs. Joseph. Stepback. Money. Money. Und wir nehmen eine Timeout. Weil 14 Punkte in 5 Minuten ist möglich, aber dafür müssen wir jetzt besser in Fahrt kommen. Mensah ist auf jeden Fall gleich da. Dann will ich direkt wieder Wilson drauf haben. Passt so erstmal. Gucken wir mal. Es sollte doch Shelton drauf sein, nicht Harrison. So, jetzt hier der Screen von Mario Wilson. Und Harrison macht ihn, okay. Harrison hier mit den Punkten. Schöner Dank nach dem Screen von Wilson. Jalen Green. Und der Ball ist bei uns. Der Ball ist bei uns und Murphy. Kannst du den machen? Murphy macht den an der Dreilinie. Ja, es ist Risiko, da zu stoppen, statt einfach den Drive zu nehmen, aber es bringt dir halt einen Punkt mehr manchmal. Und in der Phase, wo die Mavs gerade davonziehen, ist ein Punkt mehr auf jeden Fall was wert. Und der ist nicht drin. Vor allem in der Phase, wo vielleicht die Mavs gerade nicht so gut treffen.
Und jetzt hier Murphy. Baxter Noelika. Nein! Das darf dir dann natürlich nicht passieren. Na. Okay. Die Ruhe von der Freiwurflinie. Müssen wir hoffen, dass er mal ein, zwei verwirft hier. Sehr schön. Bitte jetzt auch noch den nächsten verwerfen. Das wäre richtig gut. Okay, 10 Punkte Vorsprung. Boah, was ein Pass! Was ein Pass! Also wirklich Shelton hier gerade mit einem genialen Pass. Drittes Teamfoul, okay. Drittes erst. Alles noch halbwegs gut. Noch sind wir hier nicht im Bedrängnis. Jalen Green. Lockhart. Der macht ihn halt nicht. Der ist nicht so sicher in der Dreilinie. Jetzt hier Murphy. Mensa. Stevie Mensa jetzt hier. So, jetzt hier. Der Screen kommt. Der Screen ist auch gut. Murphy wird gefoult beim Dreier. Wird gefoult. Nas Reed mit dem Foul. Und jetzt hat Murphy die große Chance, drei Freiwürfe reinzumachen. Macht den ersten. Macht den zweiten ganz sicher. Wenn er den dritten macht, sind es nur noch 5 Punkte. Macht auch den rein. 22 Punkte für Anthony Murphy. Der Breakout-Star schlechthin dieser Playoffs in diesem Jahr. Also er entwickelt sich gerade wirklich zu einem absoluten Star. Vielleicht mit dem Potenzial zu noch mehr. Lockhart nimmt den. Trifft ihn nicht. Trifft ihn nicht. Er traut sich, die halt zu nehmen. Aber macht sie nicht effizient rein. Und der Pass ist genial von Baxter Noelika. Und schon sind wir hier auf One Possession ran. Baxter Noelika auf Mario Wilson. Und jetzt sind wir da. Lockhart. Die Mavs Dauergäste in den NBA Finals die letzten 5 Jahre am Stück. Dreimal den Titel geholt. Können sie ein 6. Mal am Stück in die Finals einziehen? Der geht nicht rein. Gute Defense jetzt hier von Murphy. Es ist gerade die beste Phase der Golden State Warriors. Und jetzt haben wir hier das Mismatch. Machen wir folgendermaßen. Wir müssen das natürlich ausnutzen. Mensa macht ihn rein. Stark. Stark. Mismatch ausgenutzt. Stevie Mensa hier aus dem Spin direkt den Wurf genommen. Ein Punkt Unterschied. Es ist schon wieder ein enges Duell hier am Ende. Verrückter als in der letzten Folge kann es kaum werden. Jetzt hat Lockhart den Dreier. Und Lockhart verkackt den Dreier wieder. Lockhart verkackt den Dreier wieder. Und jetzt ist hier Murphy. Murphy! Oh, schade. Molly Rue. Boah, stark an sich. Schafft es aber nicht. Und dann ist er halt einfach ein offensiver Rebounder. Mit seiner Körpermasse macht er das dann gut. Gary Baxter Noelika. Jetzt haben wir hier Murphy. Der Screen. Murphy. Und da kommt das Foul und das End One. Nas Reed ist raus. Und Murphy kriegt auch noch das End One. Nas Reed, du bist einmal weg. Du darfst nicht mehr mitspielen. Und dieser Mann hier könnte jetzt das End One verwandeln und bringt damit den Ausgleich für die Golden State Warriors. Wahnsinn. Wieder bei 25 Punkten angelangt. Und jetzt hier Green. Green. Was jetzt? Offensives Foul bzw. ein Illegal Block ist es hier von Lee Rue. Boah, wir können in Führung gehen, Leute. Wir können hier in Führung gehen. Harrison jetzt mit dabei. Harrison. Floppy Play jetzt hier für Murphy oder was? Oh, sie kommen da überhaupt nicht hinterher. Murphy. Der geht nicht. Da ist aber hier einmal Wilson und der mit dem Reverse Dunk. Der mit dem Reverse Dunk. Zack. Nimmt sich dann die ganze, den ganzen Mut, den er hat und macht ihn dann einfach so rein. Die Mavs, die verlieren das Spiel gerade. Denen geht das in den letzten Minuten komplett von der Hand. Sie hatten mal einen 14-Punkte-Vorsprung. Das ist nicht so lange her. Foulspiel. Harrison mit dem Foul.
vielleicht nicht die allerbeste Aktion gewesen. Scotty macht den ersten. Macht doch den zweiten. Scotty bahnt sie mit zwei wichtigen Punkten. Baxter und Uyeka kann davonziehen. Okay, sie switchen das nicht. Baxter und Uyeka kommt dann durch und da ist aber Leroux. Was für eine gute Defense von Leroux. Überragende Defense-Leistung da gerade von ihm. Jalen Green. Was für ein Anspiel nochmal. Und da ist wieder Leroux. Der Franzose. Er ist momentan der Unterschied. Harrison. Harrison. Das ist ein Fake. Der Ball geht jetzt hier zu Wilson. Oh, Wilson mit dem Fake. Sie lassen Wilson draußen stehen. Wilson mit dem Dreier. Nein. 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 Jetzt brauchen wir den Stop. Jalen Green. Jalen Green, schwierig. Er macht den rein! Er macht den rein! Das war ein Wahnsinnswurf. Bisschen Zeit ist noch. Aber ihr müsst. Lauft das Floppy doch! Worauf wartet ihr, Idioten? Ne, der geht nicht, der geht nicht. Die haben aber auch wirklich eine halbe Minute gefühlt gebraucht, um das Floppy zu laufen. Ding ist natürlich durch, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Jalen Green und die Mavs stehlen hier ein Game auf jeden Fall aus Golden State. Ja, brauchen wir nichts mehr machen, Spiel ist natürlich rum. Der geht rein. Der geht rein. Es bringt ja nur leider nicht mehr viel. Es ist natürlich ein geiler Moment, aber... Ah, schade. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt 3 Punkte Rückstand gehabt. Ah, warum geht der rein, wenn es so... Na gut, na gut, na gut. Wilson 26 Punkte, Murphy und Co. Aber Leroux richtig starkes Double-Double overall. Allgemein super Game. Green und Co. auch wieder stark. Es steht 1-1. Es sieht nach einer interessanten Playoff-Serie aus. Wir gehen wieder in diese Mo und gucken, welche vielleicht 2-1 in Führung gehen kann. Also erstes Viertel deutlich an die Mavs. Zweites Viertel ausgeglichen. Drittes Viertel geht auch deutlich an die Mavs. Also das wird nichts, ne? Erstes Game bei Dallas gewinnt Dallas ganz klar und deutlich, okay. Leroux vor allen Dingen start, Jalen Green. Na gut, das nächste Game gehen wir auch noch in die Summe. Da will ich jetzt wissen, geht es Richtung 2-2? Oder können wir irgendwie anschließen? Also, beziehungsweise 2-2 wäre ja der Anschluss. Oder können sie irgendwie davonziehen? Okay, wir sind auch weit vorne. Ich gehe mal trotzdem rein. Ich will das hier safe machen. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen zocken. Auch die Western Conference hier. Die werden natürlich intensiver gezockt, wenn wir so weit schon in den Playoffs sind. Wir werden mal bis Minute 4 zocken. Und guck mal, ob wir das bis dahin gesaved kriegen, alles. Wenn wir dann immer noch 15 Punkte plus haben, dann kann man wohl dann auch wieder in die Endsumme gehen. Der geht rein, Jalen Green. 21 Punkte nur noch, Rückstand. Harrison. Boston Junior macht das nicht schlecht. Wird dann aber richtig gut gestört wieder von Leroux. Also der gefällt mir allgemein, der Franzose. Unglaubliche Präsenz, die er da zeigt. Lockhart. Und fast. Mavs Ball nach wie vor. Harrison trotzdem gute Hände. Einmal reingegriffen hat er stark gemacht. Boah, Singleton. Der Wurf von Drew Joseph ist nicht drin. Adams. Shelton jetzt hier. Shelton. Na, er geht nochmal abgegeben den Ball. Adams. Oh, der Fake klappt.
Den Bucket macht er dann aber nicht rein, hat da Probleme im Post gehabt. Und jetzt hier Lockhart. Drew Joseph trifft ihn nicht. Mavs haben Probleme mit dem Treffen aktuell. Boston Junior gibt den natürlich nochmal ab. Mario Wool. Nein, ich wollte den auch nochmal abgeben. Das war gerade Fail. Das war gerade eine verlorene Chance und stattdessen können sie jetzt hier auf unter 20 Punkte ran. Das ist nicht gut. Etwas mehr Ruhe reinbringen, etwas mehr Stabilität reinbringen in unser Spiel und wir schauen mal. Wilson macht das stark. Wilson steht am Perimeter frei. Wilson kriegt den Dreier, Wilson macht ihn rein. So muss es doch sein. Sehr schön. Jalen Green. Singleton. Boah, Wilson mit den Händen dazwischen. Ah, sehr, sehr aggressiv gewesen dort. Und da ist Singleton. Und auch noch Warriors Ball. Ja, Joshua Nerling, der ärgert sich. Singleton dagegen wirklich mit einer überragenden Aktion, muss man dann sagen. Wie er da seine Hände reingehalten hat. Jetzt hier. Boah, der Fake. Spielt den super auf Mensa. Ist das genial. Ist dieser Shelton genial. Geht in die Zone, faked einmal, lässt die Gegner hochspringen und dann gibt er den Ball trotzdem nochmal auf Mensa ab. Und jetzt holt er sich auch noch den Steal. Holt sich den Steal, gibt den auf Boston Junior. Und der darf dann aus der Ecke das Ding reinmachen. Und damit steht es 93-66. Okay, scheint so, als wenn wir den Vorsprung saven können. Lockhart. Also wenn wir bei, ja, wie gesagt, 4 Minuten, 4,5, irgendwo bei 20 Punkten sind, dann ist das Ding höchstwahrscheinlich durch. Und da fault sich Adams, Mensah natürlich leider aus. Und dafür kommt jetzt Adams rein. Joshua Nerling an der Freiwurflinie. Macht den ersten noch rein. Den zweiten macht er aber wiederum nicht rein. Chevion hätte den vielleicht sogar nehmen können. Ah, jetzt hier. Och, da kommt einfach der Stier, ja. Etwas zu unbeweglich gewesen. Jalen Green. Money. Money Shot von Jalen Green. Aber es sind 24 Punkte aktuell. Das ist viel. Und jetzt lassen sich die Warriors natürlich Zeit. Und Shelton. Draymond Looney. Draymond Looney Screen ist sehr stark. Boah, der Versuch, einen Offensiv-Foul zu ziehen, hat bei den Mavs nicht funktioniert. Es sieht nach wie vor sehr, sehr gut aus. Wir gucken mal bei Minute 5 vielleicht sogar schon, wenn es so hoch bleibt. Jetzt hier Joseph. Boah, stark. Starker Einsatz von Draymond Looney. Blockt ihn da, oder beziehungsweise versucht ihn da wegzublocken. Kann ihn nur mit Foul stören. Drew Joseph macht ihn rein. Die Mavs brauchen schnellstens einen Run. Also denen ist das immer zuzutrauen, nochmal hier einen 10-0 Run zu machen. Aber momentan wirken zumindest die Warriors so stabil, dass das nicht funktioniert. Schöner Pass. Nicht der Ball, nicht der 3 Punkte. Nicht der 3 Punkte, was laber ich für eine Scheiße. Nicht die 3 Punkte hier für Wilson. Manchmal ist er so konzentriert aufs Game, dass man komische Sachen kommentiert. Und ja, gut, das ist das Mismatch. Und trotzdem macht den Nas Reed nicht rein. Also Mismatch überhaupt nicht ausgenutzt. Boah, starker Pass. Und Chevion denkt sich einfach mal, wir benötigen ein bisschen französische Gewalt, um hier klar und deutlich zu zeigen, wer hier heute als Sieger vom Platz geht. Stark. Einfach stark. Wir machen noch eine defensive, eine offensive Aktion, Leute. Und dann ist das hier unser Sieg. Lockhart darf den Dreier nicht reinmachen. Nochmal die Möglichkeit Finesse Reed, der verkackt es aber komplett. Jetzt haben wir hier Gary Baxter Noelica. Der Pass auf Chevion. Okay, da ist sein französischer Landsmann. Aber der Ball ist bei uns. Der Screen von Wilson. Na, geht nicht rein. Okay. Gucken wir mal, ob die Simo hier noch irgendwas Verrücktes vorhat. Nein, hat sie nicht. 110-88, deutlicher Sieg für die Warriors. Bedeutet, wir haben die Serie ausgeglichen, Leute. Wir haben die Serie ausgeglichen und werden in der nächsten Folge dann
einmal Game 5 und 6, eventuell sogar ein Game 7 dann haben. Wir gucken mal in einer anderen Serie. Da gehen die Wizards in Führung. Interessant, aber ich will auch mal auf die Playoff-Stats so ein bisschen gucken. Bei uns. Denn wenn wir hier mal schauen, muss man einfach sagen, dass dieser Mann hier übrigens, wie sieht es um ihn aus, hat eine 81 inzwischen. Langsam ist er vielleicht einsatzbereit. Aber wenn man sich mal die Playoff-Season von diesem Mann hier anguckt, 22,5 Punkte. Average damit einfach mal 8 Punkte mehr als in der Regular Season. Was der Wahnsinn ist. Trifft 52% aus dem Feld, mehr als in der Regular Season, und auch von der Dreierlinie trifft er effizienter als auch von der Freiwurflinie. Was ist das bitte hier von ihm für eine Steigerung? Auch über 36 Minuten, wenn man das hochskaliert, ist es top. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Er nimmt auch 9,2 Dreier per Game. Das ist so brutal, was dieser Anthony Murphy dieses Jahr hier in den Playoffs spielt. Baxter Nwika auch top, Pennant in seinen paar Games auch, Wilson sowieso gut, Mensah bei einem Double-Double mit fast 2 Blocks. Also das ist wirklich wahnsinnig gut, was hier die Golden State Warriors auch einzeltechnisch bisher spielen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Mavs gegen Warriors. Kann sich ein Team durchsetzen? Oder endet es am Ende 3-3? Darum geht es in der nächsten Folge. Sollte es 3-3 enden, wird es eine weitere Folge geben, nur mit Game 7. Es wird interessant. Es ist mit Abstand der härteste Gegner bisher. Was sagt ihr? Setzen wir uns durch oder doch am Ende die Mavs? Wir werden es herausfinden. Ich melde mich ab und bye bye.